Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Vitaltraining. Wir werden uns heute einmal vitalisieren sozusagen. Also einmal durchbewegen, wichtige Gelenke bewegen und wichtige Muskeln kräftigen für den Alltag. Mach einfach so mit, wie es dir gut tut. Auch die Bewegungen so ausführen, wie es für dich angenehm ist. Und wir beginnen natürlich in der aufrechten Haltung. Hüftschmaler Stand, Knie durchlässig. Brustbein anheben, ein Lächeln auf deine Lippen und den Blick in den Horizont leicht nach unten abfallend. Beginnen ganz leicht, indem wir die Schultern nach hinten kreisen. Unsere Schultergelenke sind wirklich wichtig, dass die beweglich bleiben. Unser Schultergürtel für einen gesunden Rücken und für einen entspannten Nacken, ganz wichtig. Lass auch den Atem immer fließen. Versuche nie, die Luft anzuhalten, Nase ein, Mund ausatmen. Man hält immer ganz gern die Luft an, wenn man sich dann anstrengt. Und wenn man sich bewegt, dann lässt du nochmal los, lässt deine Schultern fallen. Nimmst einmal die linke Hand auf deine rechte Schulter, rechte Hand um deinen Körper rum, wechseln, einmal hoch und ganz locker wirklich schwingen, zurück und schwingen. Versuch auch deine Arme so ein bisschen nach hinten aufzumachen, gleich mal vorne, Brustbein öffnen, ganz locker. Immer noch atmen. Immer noch etwas durchlässige Knie. Und dann lässt du deine Arme nochmal vorne, fasst deine Ellbogen, jetzt komme ich nochmal leicht schräg zu dir, lass deine Schultern tief und beweg jetzt deine Arme so hoch, wie du deinen Nacken entspannt halten kannst. Also nach oben, vielleicht kannst du auch über den Kopf gehen, das muss aber nicht sein. Vielleicht ist hier schon Ende. Also einfach so tief und so hoch, wie es für dich okay ist. Also es gibt kein Gut und Schlecht, es gibt nur deinen Weg, vielleicht nur ein Stück oder vielleicht auch etwas weiter. Mobilität, Schultergelenke. Jetzt komm noch mal ein Stück rauf und jetzt ziehst du deine Arme einmal auf die linke Seite, komm wieder zurück auf die rechte. Und das kann auch hier sein. Du kannst auch vorne bleiben, so wie es für deine Schultern gerade okay ist. Du kannst auch deinen ganzen Rumpf ein bisschen mitnehmen. Dich ziehen. Oder auch mal abwechseln, mal tiefer. Mal ein bisschen höher, spür die Dehnung auch ruhig im oberen Rücken. Deine Schulter richtig rausziehen. Und wieder lösen, einmal auslockern, Arme ganz locker fallen lassen. Und deine Hände, die gehen jetzt mal an deinen Kopf. Kannst sie hier haben, du möchtest, nimmst sie etwas weiter hinter und jetzt öffnest du dein Brustbein. Schau mal nach oben in Richtung Decke, so weit es für dich okay ist und mit dem Ausatmen machst du deinen oberen Rücken ganz rund. Einatmen, schau nochmal nach oben und aus. Dein Tempo. Auch hier gibt es nicht das Tempo, das ich dir vorgebe, sondern ganz allein deinen Rhythmus. Brustwirbelsäule, die muss mobil bleiben für unseren Alltag. Deswegen darfst du gleich, wenn du das nächste Mal wieder oben bist, hier bleiben. Nimmst deine Hände tiefer zu deinen Schultern und drehst jetzt einmal nach rechts und einmal nach links.
Vielleicht kannst du nochmal dein Becken ganz ruhig in der Mitte halten und nur deinen Oberkörper drehen. Genau, richtig hin und her rotieren. Brustwirbelsäule, die sollte beweglich bleiben. Bauch spannen, ruhiges Becken. Und dann langsam wieder zur Mitte kommen und die Arme mal entspannen. Und jetzt gehst du mit deiner rechten Hand einmal zu deinem linken Knie. Versuch den Rücken möglichst gerade zu halten und dann drehst du deine Hand aus und kommst nach rechts oben. Also drehst hier ein, kommst zum Knie und kommst nochmal nach oben. Tief gehen, hoch. Deinem Tempo. Vielleicht möchtest du mit der Hand auch bis zu deinem Fuß nach unten kommen. Runter und wieder hoch. Einmal tief. Und wieder hoch. Versuch den Rücken gerade zu halten und nach hinten ruhig deine Hand auch nachschauen. Deine Halswirbelsäule mit in die Bewegung einbeziehen. Und langsam wieder zur Mitte kommen. Andere Seite. Beginne ruhig. Erstmal bis zum Knie, nach oben und wenn du dich traust, dann kannst du natürlich auch etwas tiefer gehen in Richtung Fuß. Und wieder deine Hand nach hinten beobachten. Wenn es hier zu wackelig ist, dann nimmst du deinen Blick nach vorne. Noch einmal. Und nach oben kommen und lösen. Einmal wirklich auslockern, ausschütteln und die Fersen im Wechsel nach vorne schieben. Einmal die rechte Ferse, einmal die linke. Nach vorne aufsetzen, ein bisschen in Bewegung kommen. Und jetzt nehmen wir auch noch mal unser Gehirn ein bisschen mit ins Training, indem wir eine Aufgabe dazu nehmen. Immer wenn deine rechte Ferse vorne ist, kommt deine linke Hand nach oben, hoch und wechseln. Und das Ganze dein Tempo. Schulter tief. Geht immer gegengleich, also rechter Fuß, linker Arm, linker Fuß, rechter Arm, dran denken. Wenn du dich traust, dann nimmst du dein Knie nach oben, streckst deine Fußspitze. Wenn dir das etwas zu wackelig ist, dann mach's wieder mit der Ferse. Mobilisierst auch schon mal Hüftgelenk. Beim nächsten Mal bleibt dein rechtes Knie oben. Kannst deinen Arm ruhig runternehmen und jetzt versuchst du einmal nach außen zu kreisen, deine Hüfte zu mobilisieren. Du kannst gerne unten deinen Fuß immer wieder abstellen. Oder du hältst dich irgendwo fest. Die Hüfte muss mobil bleiben für einen gesunden und schmerzfreien unteren Rücken. Das ist ganz wichtig. Wechsel mal die Seite. Standbein merkst du bestimmt auch schon. Unterschied rechts und links. Und einmal gehen. Ganz locker. Die Füße abrollen. Von der Fußspitze auf die Ferse und du bleibst jetzt in Bewegung. Das Gehen geht immer weiter und dein rechter Arm, der macht jetzt eine Bewegung und zwar
geht der nach oben und nach unten. Nach oben, nach unten. Also immer auf einmal nach oben und runter. Okay? Klappt? Ich glaube schon, ja? Wechsel mal, geh weiter. Linker Arm, der geht jetzt zur Seite, nach oben, zur Seite und tief. Mach nur weiter. Also der stoppt in der Mitte ab. Okay. Und wenn wir das haben, dann versuchen wir das beides zu kombinieren. Also fangen wir unten an. Der eine Arm rechts geht hoch, der linke stoppt in der Mitte. Also wir gehen hoch. Du kannst auch stehen bleiben, wenn es hier mitgehen zu viel ist. Alles gut. Und jetzt geht der Arm tief, der andere geht hoch. Dann geht der Arm wieder zur Seite und beide gehen tief. Nochmal, der rechte geht immer hoch tief und der geht nur zur Seite, dann geht er nach oben, dann geht er zur Seite und dann gehen beide tief. Zur Seite, nach oben, zur Seite. Ich habe es auch üben müssen. Wenn es nicht klappt, ist es gar nicht schlimm. Darf sein. Nicht klappen ist Übung. Das genau wollen wir ja. Aber nicht nachdenken, dann wird es schwerer. Nochmal. Hoch, Seite und locker kurz aus. Nochmal weitergehen. Der linke Arm geht jetzt immer hoch und tief. Wir versuchen das Ganze jetzt einfach mit der anderen Seite. Mach das ein paar Mal, präg dir die Übung ein. Und ich glaube, das klappt. Dann kommt der rechte Arm zur Mitte, nach oben, zur Mitte und ab. Zur Mitte, nach oben, zur Mitte und ab. Atmen. Ein letztes Mal noch langsam, nur den einen. Und jetzt versuchen wir dann wieder beide. Und zur Mitte. Das fällt mir schwerer. Und ab. Nochmal. Mitte und hoch. Und Mitte und ab. Und Mitte und hoch. Und Mitte. Schreib mal ruhig nachher auch, wie dir die beiden Seiten, ob das auch für dich ein Unterschied war. Die eine Seite. Ich muss mich jetzt schon konzentrieren, wie du merkst. Nochmal. Und hoch. Und Mitte, wenn man es öfters macht, dann läuft es wieder geschmierter. Letztes Mal, hoch, Seite und locker lassen. Sehr gut. Also, wenn es nicht so geklappt hat, dann trainieren wir unsere Gehirnzellen, unsere Verbindungen zwischen unseren Gehirnhälften. Nicht klappen ist immer erwünscht, das ist immer gut. Jetzt bleibst du hier, machst einmal einen Schritt nach rechts und gehst wieder zur Mitte und machst einmal einen Schritt nach links. Kommst wieder zur Mitte. Versuch, hüftbreit deine Beine aufzustellen. Seitschritt und Mitte. Seitschritt und Mitte. Klappt? Dann machen wir das Ganze etwas langsamer und setzen uns nach hinten auf die Fersen. Tief, komm wieder hoch. Komm tief und komm wieder hoch. Wichtig, gerade Rücken. Po schiebt dich nach oben. Die wichtigste Kraft für einen gesunden Rücken ist die Beinkraft. Wenn wir Dinge mit den Beinen hochheben, aus der Kraft der Beine, dann schonen wir nämlich unseren Rücken. Und die Beinkraft ist, auch wenn wir älter werden, die wichtigste Kraft, wenn wir aufstehen. Nochmal tief und hoch und tief, Po fest. Geht noch. Wenn es nicht mehr geht, Pause. Aber denk dran, Oberkörper aufrecht, Rücken gerade. Nochmal. Dein Tempo. Jede Seite noch einmal. Komm hoch. Und locker aus. Beine ausschütteln.
Wenn die Muskeln ein bisschen brennen, dann ist es immer gut so. Dann arbeiten die Muskeln, dann reagieren sie. Jetzt bleibst du noch einmal auf einem Bein stehen. Kannst dich gerne irgendwo festhalten, wenn du das möchtest. Hältst dein Becken stabil und hebst ein Bein mal so ein bisschen vom Boden ab. Also ruhig irgendwo festhalten. Und versuch jetzt, dieses Bein nach außen zu heben und zu senken. Aufrecht und schau mal, dass dein Becken ruhig bleiben kann. Außenseite, Fußspitze zeigt zu mir nach vorne. Po spüren. Und entspannt absetzen. Auch das Standbein gespürt. Letzte Seite. Nochmal aufrichten. Versuch dein linkes Bein etwas zu heben. Standknie gebeugt. Und los geht's. Fußspitzen zu mir nach vorne. Bauch spannen. Und lösen. Noch einmal auslockern. Dein Gesäß aufschütteln. Und eine allerletzte Übung noch für die Rückseite, die schaffen wir auch noch. Wir bleiben noch mal aufrecht stehen, richten uns auf und versuchen jetzt ein Bein nach hinten zu stellen. Auch hier kannst du dich gerne wieder festhalten, wenn du möchtest. Heb das Bein und versuch jetzt nach hinten dein Bein abzuheben, Bauch gespannt lassen. Es geht bestimmt nicht wahnsinnig weit. Und abstellen, ausschütteln, letzte Seite versprochen, Standbein wechseln, Bein nach hinten stellen, aufrichten, Bauchnabel sanft nach innen ziehen und nach oben anheben. Lass das Becken wirklich möglichst parallel zu mir. Ein letztes Mal und lösen, ausschütteln, Beine auslockern, fleißig. Wir dehnen unsere Beine einmal, indem wir ein Bein nach hinten setzen, Fußspitzen schauen nach vorne und jetzt versuch dein Becken auch nach vorne zu schieben. Stütz dich ruhig ein. Und mach ganz feine, sanfte Federungen nach vorne. Spür die Dehnung in der Rückseite. Löse. Einmal Bein wechseln, anderes Bein zurück. Fußspitze nach vorne, Rücken ein bisschen breiter aufstellen, dann ist es nicht so wackelig. Und ganz sanft nach vorne federn. Bleib noch einmal. Löse wieder auf, schüttel dich aus, locker deine Arme aus und jetzt versuch deine Arme mal nach hinten zu ziehen, Daumen schauen nach außen und richtig weit zurückschieben.
so weit wie du kannst. Dehnt nochmal die Brustmuskeln, auch deinen Bizeps. Dann löst du ganz locker. Rückmal zwischendurch immer wieder auslockern oder auch mal Gegengleichschwünge. Rechts, links, das lockert auch den Schultergürtel. Kann man auch ganz gut im Alltag mal einbauen. Gegengleiche Armschwünge. Und dann atme ein, streck dich lang nach oben und jetzt räkel und streck dich alle Richtungen. Nochmal so richtig durchbewegen. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und du fühlst dich jetzt wohl in deinem Körper, wohl in deiner Haut. Wir haben wichtige Muskeln trainiert, wichtige Gelenke durchbewegt und vitalisiert sozusagen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen netten Kommentar oder ein Gefällt mir. Und freue mich auch, wenn du mich unterstützt, meine Arbeit wertschätzt mit zum Beispiel 2,50 Euro monatlich oder 5 Euro. Steht auch unten unter Mehr ansehen. Kannst du mich unterstützen. Jetzt öffne deine Arme, zieh deine Ellbogen zurück, nochmal ganz stolz und aufrecht. Atme ein und atme aus, entspanne dich. Super, vielen Dank fürs Mitmachen. Wenn du Lust hast und du hast es noch nicht gemacht, dann kannst du natürlich auch meinen Kanal kostenfrei abonnieren. Das siehst du auch unten unter dem Video. Und wenn du die graue Glocke dann noch dazu drückst, dann bekommst du auch mal Info, wenn ich wieder ein neues Video auf YouTube lade. Kannst auch mal auf meine Playlists gehen, auf meinem Kanal. Da findest du auch Wirbelsäulengymnastik, Senioren, Bauchbeine, Po, Fettburner, also ganz viele verschiedene Playlists. Vielleicht findest du dich noch besser zurecht, dann kannst du dir genau das Workout raussuchen, worauf du heute gerade Lust hast. Oder vielleicht sogar zwei Workouts, wie du Lust hast und Zeit hast. Ich freue mich ganz einfach, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!